Hallo. Und der ist nicht ganz von schlechten Eltern, der Junge. Deswegen nehme ich meinen Speer lieber zweihändig. Wow. So kann ich ihn nämlich leichter unterbrechen, wenn er mir Aua machen will. Komm. Das war nichts. Dass er... Wow. So, Eindringling verbannt. Finstergeist Verlassener wurde besiegt. Das dürfte mir sogar schon gereicht haben für den nächsten Rang in meinem Eid. Aber nicht übermütig werden. Ich will mich erstmal hier unten noch umgucken. Hurra für Sieg. Übrigens, gelobt sei die Sonne, auf jeden Fall. Vorsicht vor Finstergeist, ja, danke. So, ein Finstergeist verlassen, ne? Und ich glaube, hier hinter war auch... Naja, hier hinter ist nichts, nur ein Rundgang. Gut, das heißt, wir sind hier fertig. Wir können jetzt den regulären Weg hinaufgehen. Könnten wir. Was wir aber erstmal machen werden, ist ein... warum zum Teufel hängt da einer an der Brücke? Ey, du da? Der ist mir auch noch nie aufgefallen. Da drüben hängt übrigens auch noch einer. Ne, ignorieren wir die Jungs erstmal. Ich will nämlich hier lang. Und guck gerade, wo steht er denn? Da steht er. Habe ich doch richtig gesehen. Die Jungs sind richtig böse. Denn sie sind schnell. Sie sind schnell und sie sind stark. Wow, und der kann leider, kann zum Glück nichts. So. Jetzt geht's hier lang weiter. Ach, da kommt noch einer von der Sorte. Hatte gar nicht in Erinnerung, dass das hier zwei waren. So. Ja, man sieht, sie sind stark. Oh, und da ist ein Skelett. Da war ein Skelett zum Glück. Und eine Stachelpeitsche. Etwas Erstaunliches, aber Frau wird benötigt, ja. Die blöden Dark Souls-Witze. So, jetzt geht's hier lang und ab hier wird's ekelhaft. Sehr Feind voraus, deshalb versucht Geschoss. Ja, hier sind nämlich vier von der Sorte.
Und die hätte ich gerne einzeln. So. Habe ich eigentlich nur gute Pfeile? Ja, ich habe nur Eisenpfeile, oder? Nein, ich hätte auch Holzpfeile. So, die machen nämlich zwar weniger Schaden, aber die kosten auch nicht so viel. Und zum Pullen sind die besser geeignet. So, jetzt kommt einer mit einer Peitsche. Der ist nicht ganz so bedrohlich. So. Als nächstes. Da oben lauert übrigens auch noch einer mit einer Peitsche. Als nächstes der da hinten. Das ist nämlich wieder einer mit so einem Morgenstern. So, einmal zustechen und wegrollen. Das ist die Taktik bei denen. Okay. Den da haben wir vorhin schon gesehen. Das war der, den ich nicht anschießen wollte, als geschrieben wurde, Fernkampf wird benötigt. Deswegen schieße ich ihn jetzt an. So, dann kommt er nämlich. Will mir mit seiner Peitsche eins reinwürgen. Ich spieße ihn allerdings auf. So, und der letzte von der Truppe, bitte. Ist der hier. Die Peitschen tun schon ziemlich weh, wenn man davon blank getroffen wird. Deswegen immer aufpassen. So. Einmal aufgespießt und weg ist er. Ja, das ist die Mördergasse, wie ich sie gerne nenne. Vorsicht vor Hinterteil. Ja, der springt normalerweise hier runter. Und ja, hier hängen die Jungs an der Brücke. Wir sind nämlich jetzt an der Brücke angekommen. Hier wechsle ich mal auf den Heidespeer. Und guck, wo die Jungs hängen. Da hängt einer schon mal. Ich gehe mal ganz vorsichtig weiter lang. Willst du nicht hochkommen? Doch, jetzt kommt er hoch. Okay, normalerweise, wenn ich mich zurückziehe, klettert er hoch. Und will mir den Rückzug vermasseln. Denn was jetzt kommt, ist richtig, richtig garstig. Ach, da ist übrigens auch noch einer. Wir sind in der Hölle des der Untoten gelandet. Und zwar nicht nur wegen dem da. Ah, erstmal dich loswerden. Wobei der das Ganze hier mehr zur Hölle macht, als das, was hinter der Nebelwand ist. Ja, Vorsicht vor Boss erst einmal. Damit ist nicht der Kumpel hier gemeint. Oh, der hat nämlich ein schweres Schwert. Ja, mit dem macht er definitiv viel Schaden. Und er läuft mir ständig hinterher. Hier muss ich jetzt vorsichtig sein beim Weglaufen. Weil ich laufe mal kurz weg. Hier auf der Brücke gegen ihn zu kämpfen ist reiner Selbstmord. Und ihr habt gesehen, wie viel Schaden er macht. Mit seinem riesigen Schwert. Und tot. Ja.
1 zu 0 für ihn. Das heißt, wir müssen jetzt wieder alles nochmal von vorne machen. Die Mördergasse und den Weg zur Mördergasse. Und damit wir hier Ruhe vor Phantomen haben. Nein, zurück. Verbrenne ich ein Menschenbild. So. Das Menschenbild blockiert Eindringlinge aus dem Jenseits. So, jetzt warten wir erstmal darauf, dass der runterspringt. Wechseln in der Zwischenzeit wieder auf unseren Speer. Ja. Und jetzt können wir eigentlich einen Großteil der Höhlen uns so ignorieren. Weil wir wollen eigentlich nur in Richtung der Mördergasse. Also den natürlich nicht. Den Fackelträger auch nicht. Und der überlegt drei Schläge. Beziehungsweise drei Stiche. So, ich möchte da lang. Hier steht und wartet schon mal der eine wieder auf uns. Der kann ruhig angerannt kommen. So, dann stechen wir nämlich zu. Und töten ihn. Und seinen Gefolgsmann hier. Den Fackelträger, da hinten ignorieren wir. Den da möchte ich nicht ignorieren, weil ich weiß nicht, wann er uns in den Rücken fallen könnte. Genau. Der Angriff übrigens ist richtig übel von ihm. Und er ist tot. Bei dem Skelett bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, deswegen gehen wir da trotzdem mal hin. So, und so geht das ziemlich schnell tot, das Skelett. Ja, hier wieder dieses Spiel. Oh, er kommt von alleine runtergesprungen. Das vereinfacht die Sache doch etwas. So. Das nicht. Ich habe nämlich keine Ausdauer mehr gerade. So, einmal heilen. Ja, die Mördergasse. Und dann holen wir mal den ersten Peitscher. So, in seinen Kopf. Der Peitscher ist weg. Dann den da, das ist nämlich der letzte mit der Keule. So, komm ruhig her. Wow. Da war ich etwas übermütig und wurde auch gleich dafür bestraft. Zum Glück müssen wir das Phantom nur einmal wegkriegen. Und eigentlich sollte ich gucken, ob ich mir Hilfe holen kann für das Phantom. Das wäre eine gute Idee. Weil, ja gut, ich habe gesagt, ich hole mir nicht so gerne Hilfe. Abkürzung.
Aber das Phantom da ist doch recht unfair. Deswegen gucke ich mal, ob mir irgendeiner hier Hilfe anbietet. Nicht hier. Hier bin ich total falsch. Sondern beim Leuchtfeuer. Allein weil schon wieder ein Haufen Seelen in Gefahr sind. Aber scheinbar will keiner mir seine Hilfe hier anbieten. Okay, schade.